Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Hitman. So. Lang, lang ist es her. Das ist das letzte Mal, was kam. Aber. So ist das halt. Und, ich habe aufgehört, die Z Aufnahmen zu zählen, die ich wegschmeiße. So, ich versuche es jetzt mal wieder so. Ich habe bisschen öfter verschiedene Sachen versucht. Also wenn ich die dann nicht abschieße, komme ich auf jeden Fall bis zu den Leuten hin, ohne abgeschossen zu werden. Aber sobald ich auf die schieße, werde ich von den Wachtürmen abgeschossen. Was mir nicht gefällt. So. Na, ja, jetzt kann ich diesen Wachturm von hier aus nicht. Alter, komm schon. Dieses Gewehr. Mal mehr, mal weniger. Oh, fuck, 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 fuck. Ich frage mich, wie lange ich jetzt schon wieder hier dran sitze. So. Kann ich ihn von hier aus so treffen? So, diesen außerhalb, ne? Na, ich warte jetzt halt hier auf jeden Fall mal auf die nächsten. Egal, was ich mache. Jetzt weiß ich auch schon nicht mal, was ich erzählen soll. Hab so viel schon erzählt und weggeschmissen. So. Ja, ich frage mich, was mit denen da außen ist, ob es klug wäre, die wegzuballern. Ja. Ne? Okay, hier laufen ein paar rum. Die sind so ein bisschen verwirrt. Die da lasse ich jetzt einfach mal da so. Ah, da kommt der nächste. Ja, die merken das ja auch andauernd da, die drei. Aber die sind außerhalb, die will ich jetzt gar nicht abschießen. Müssten eigentlich noch welche da sein. Ich weiß jetzt nur nicht, wo sie sind. Und wie lange ich auf sie warten müsste. Ich glaube, ich werfe jetzt mal die Waffe weg und gehe los. Bin mal gespannt, ob das jetzt hier von Erfolg gekrönt ist. Dieses Spiel treibt mich langsam echt in den Wahnsinn. Warum habe ich mir das nur angetan, dieses Spiel zu spielen? Beziehungsweise aufzunehmen. Was habe ich mir damit nur angetan? Hat bisher noch kein Spiel, das mich so genervt hat. Und bei dem ich so lange da rumhänge, um ein scheiß Level zu schaffen. Nicht mal Stay Bleed Pixels war so nervig für mich. Das ist Wahnsinn. Ei, ei, ei.
Wenn es hier wenigstens mal ein oder zwei Möglichkeiten gäbe, sich einen Checkpoint zu erstellen. Das wäre so grandios, ne? Dann könnte ich vielleicht am Haus oder da unten an dem Dings einen machen und müsste nicht alles nochmal neu machen. So. Also hier weiß ich auch nie, wie weit irgendwelche Leute schon aggro auf mich sind. Out of my way. Ja, Schnauze. So, hier muss ich auch immer aufpassen, dass ich die Tür aufmache. Bevor der Typ mich mit mir meckert. Das hat er mal wieder gar nicht mit mir gemeckert, ne? Vielleicht meckert er jetzt beim Rausgehen mit mir. Ja, tatsächlich. Ja, ich suche mir einen anderen Ort zum Rumhängen. Oh nein, das hatte ich auch schon mal. Dass diese Tür hier zu war. Gucken, ob ich hier entlang gehen kann. Wie wäre es hier? Brauche ja nur einen Ort, durch den ich rausgehen kann. Ja, danke. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wo bin ich eigentlich? Ich glaube, da ist der Hangar. Das heißt, ich muss da lang. I need some space. Move it. Naja, schon gut. Ich weiß jetzt echt nicht gerade. Gerade weiß ich echt nicht, welchen Weg ich nehmen muss. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Kann das sein? Ja. Gut. Puh. Die stecken wir mal weg. Brauchen wir jetzt nicht. Find another. So, hier muss ich mich ja jetzt zu erkennen geben. Alter, könntest du mal diese scheiß Waffe nehmen? Da kommt einer. Kommt noch einer? Vorerst wohl mal nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal hier mit reingehen direkt. Irgendeiner ist hinten gerade, so wie sich das anhört. Hier ist keiner. Ja gut, die muss ich auf jeden Fall erstmal alle weghauen. Aufpassen, ob da hier nicht gerade schon einer ist. Ah ja, da ist er. Müsste ja eigentlich den Weg finden. Ich hoffe mal, das waren alle. Puh. Es wäre so grandios, wenn es jetzt mal klappen täte. Ich weiß ja jetzt nämlich nicht. Ich habe jetzt etliche da abgeschossen, was die Wachtürme da angeht. Aber, und hinten so. Aber ich weiß ja jetzt nicht, was mich da hinten erwartet. Vielleicht fangen sie jetzt doch alle gleich wieder an, auf mich zu schießen, wenn ich in die Nähe komme. Aber, mal gucken. Bis jetzt ist es ruhig. Nein. Na, muss das sein? Ist, wenn sie hier auch gleich schon wieder auf mich schießen, das. Ah, Mann! So ein scheiß Wachturm-Typ. Geht mir auf die Nerven. Ich
Okay, es wundert mich, dass es gerade wieder noch so ruhig ist. This guy is loaded. Wo bin ich denn hier loaded? Gar nichts bin ich loaded. Ey, vielleicht kann es... Nein, das sind Leute. Halleluja. Halleluja. Boah. Hat das Nerven gekostet? Traditionen des Handels. Ja. Willkommen in Budapest. Im Thermalhotel in Budapest findet ein Friedenskongress statt, da alle führenden Politiker der großen Industrienationen an diesem Kongress teilnehmen, wimmelt es im Hotel von Sicherheitskräften. Allerdings ist keine dieser hochgestellten Persönlichkeiten ihre Zielpersonen. Der österreichische Terrorist Franz Fuchs plant einen Anschlag auf das Hotel. Wenn das Attentat gelingt, hat dies möglicherweise verheerende Auswirkungen auf den Weltfrieden. Daher ist Franz Fuchs ihre Zielperson. Normalerweise wären uns die Staatsmänner egal. Wenn wir das Attentat jedoch verhindern, erhalten wir zukünftig möglicherweise Aufträge einiger dankbarer Regierungschefs. Aha, ja. Hört sich interessant an. Unser Auftraggeber möchte die Bombe gerne haben. Also müssen sie sie aus dem Hotel schaffen. Daher Burnout Control, die Agentur. Neutralisieren Sie Franz Fuchs. Stellen Sie die Bombe sicher. Ziehen Sie zum Rendezvouspunkt zurück. Alles klar. Das ist also... Alles klar. Sieht doch scheiße aus. Er sieht jetzt nicht gerade intelligent aus. Naja, egal. Er ist 64. Naja. Ist das für einen Terrorist irgendwie schon ein recht hohes Alter, würde ich mal so behaupten. 1,81 ist er groß und er wiegt 100 Kilo. Höchst gefährlicher Terrorist, gewissenlos und unbarmherzig. Und er hat das schon echt lange überlebt, wenn er 64 ist. Hier haben wir irgendwelche... diese... Karte, die man mal wieder nicht... Hä? Ja, bringt mir so herzlich viel. Puh. Naja, das Einzige, was hier angehakt ist, ist die Klavierseite. Und ja, gut, ich kann einen Sniper mitnehmen. Ich weiß halt aber nicht, ob der Sniper mir was bringt. Ne? Ich will eigentlich auch gar nicht groß mich jetzt hier noch viel Zeit verschwenden. Google-sichere West. Ich glaube, ich nehme jetzt mal echt außer die Klavierseite gar nichts mit. Ich werde das Kapitel jetzt wahrscheinlich erstmal nicht spielen. The Bath Hotel. What a classy looking place. And well guarded too. It's time to look sharp and concentrate. A good thing I brought my suit. Alles klar. Gala. Schön, das ist also das Gebäude. Hier kann man... Okay, scheinbar ist hier wirklich komplett Schluss. Ah, Budapest soll es ja sein hier, ne? Okay, naja, ich muss sagen, so hässlich hatte ich Budapest nicht in Erinnerung, als ich da war. Hat mir eigentlich relativ gut gefallen sogar. Alter, die Texturen hier, also
Ja gut, es ist ein altes Spiel, aber... Hey, ich schätze mal, hier käme ich wohl mit Waffen gar nicht erst rein. Und hier drüber klettern ist wohl auch nicht. Aber das könnte man ja mal testen, ne? Just voll lustig. Holla die Fee. Na gut, ich muss sagen, hier innen drin sieht es doch wieder deutlich besser aus. Ich muss sagen, die Stadt, die da drumherum so texturiert ist, sieht richtig scheiße aus. Aber hier innen drin, das Gebäude, das ist doch wieder mal richtig schön, ne? Für die Grafik, für die Verhältnisse. So, ich komme jetzt hier aber insgesamt erstmal nur in der Lobby rum. Und so ein bisschen drumherum. Und hier überall solche Detektoren. Ich würde ja schon zu gern mal wissen. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann lospiepst und ich das mal verkackt habe. Casino. Okay. Gut, ich denke mal, hier gibt es wahrscheinlich wieder ordentlich. Das ist ordentlich hier was zum Erkunden da. Vor allem wieder hier Räume und Gänge und alles und tralala. Die Tür geht nicht auf, okay. Die auch nicht. Ah. Sehr schön. Da haben wir ja also so eine Art Nottreppe. Gehen wir mal ganz nach unten. Hier sieht man nichts. Wo sind wir hier jetzt? Ah, hier ist eine Küche. Hier werde ich nicht gleich erschossen, wenn ich in die Küche gehe, ne? Was mit dir? So was zu sagen? So, jetzt gehe ich einmal noch dahin und dann werde ich die Aufnahme auch beenden. Okay. Von da kämen wahrscheinlich irgendwelche Gegner noch oder so, wenn ich hier Remedemi mache. Naja gut. Würde sagen, da war's das hier jetzt erstmal. Ich würde sagen, ich lasse das hier jetzt gleich an und erkunde hier das ganze Etablissement noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, kann man mal gucken, ob wir das hier im nächsten Part ganz ordentlich hinkriegen. Auf jeden Fall bin ich so erleichtert, dass ich dieses scheiß Level endlich hinter mir habe. Naja, vielleicht klappt es ja jetzt ab jetzt wieder ein bisschen besser mit Hitman. Und ich muss mich nicht mehr so arg aufregen. Naja, mal gut. Puh. Das gucke ich jetzt mal noch nach. Wie lange spiele ich jetzt? 72 Minuten lang? Gerade jetzt hier. 72 Minuten spiele ich gerade Hitman und habe so lange dafür gebraucht, dieses Level hier jetzt endlich zu schaffen. Naja, egal. Dann würde ich sagen, war es das auch für diesen Part und im nächsten geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.